Hallo und herzlich willkommen bei Edna bricht aus zur wunderbaren dritten Folge. Ich wechsle jetzt auf die Edna. Und ja, was wir jetzt noch tun müssen, ist zur Tür raufgehen und diesen abgebissenen Fußnagel mit den Schrauben Da bin kombinieren. ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Zurück in die Zukunft. Halt, stopp, noch nicht zurück. Die Zukunft. Nein! Verflucht. Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt, danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Tja, vor allem, weil sich der Hase daran erinnern muss. Auf jeden Fall, wir beißen wieder den Fußnagel ab. Das klingt immer so lecker. Und jetzt schrauben wir die Schrauben ab. Vor allem, weil sich dieses Geräusch wie ein Bohrer anhört. Ja. Kaputter Stuhl beim Ventilator. Vielleicht kann ich den Ventilator hiermit aus der Fassung hebeln. Und hepp! Flop. ja, willkommen im Schacht. Ihr werdet es gleich sehen, die Edna, die hat recht wenig an. Sie hat anscheinend sehr große neuronale Defizite irgendwann erlitten, aber zuerst lassen wir Pookie mal reden. Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Tja, was soll man da bloß sagen? Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Ich finde diese Augenbrauen-Animationen da sehr, sehr geil. Auf jeden Fall Pookie. Es gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlson Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal und sieht an den Kanten. Peinlich. Mittlerweile hat er ein Lineal. Jetzt sind sie alle weg. Dr. Mann.
Marcel und Hulgur sind gegangen. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. Oder ich schau noch da kurz rein. Benutzen. Zu. War ja klar. Okay. Ja, mit Leertaste kann man bei diesem Spiel schauen, was da alles noch möglich ist. Als erstes nehmen wir uns den Kugelschreiber und nehmen uns das Lexikon. Und Poki möchte wieder was sagen. Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel frappierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Ein Poloschläger. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Die Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Interessant. Ja, dann testen wir das mal gleich. Der Doktor ist offenbar ein Polo-Profi. Wow. Diplom. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Kann man den Schrank noch irgendwie benutzen? Nicht wirklich. Okay. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna! Wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Benutzen wir mal die Schublade. Zu. Das macht mich rasend. Dann nehmen wir das kaputte Stuhlbein dafür. Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Vielleicht mit dem Poloschläger mal draufhauen? Ich bräuchte eher was Spitzes, um sie aufzubrechen. Gut, dann nicht. Vielleicht den Stift. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Gut. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcels Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ich schau noch mal ganz kurz. Fenster und Stuhl. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Ein lernender Junge und... bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Da haben wir unsere Lösung gefunden. Für dieses Problem. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Also nicht. Nutzen im Lexikon. Willst du etwas lesen, Harvey? Hast du keinen Comic?
Ihr versteht's dann, warum ich lache. Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Tja. Kamin. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Und reden. Kamin an. Feuer 36 Grad Celsius, kleines Flackern. Ihre Anfrage befindet sich außerhalb normaler Parameter. Captain, anscheinend ist die Sprachaktivierung kaputt. Ja, Havok, das stimmt wohl. Kann spielen auf Star Trek, geil. Im Fenster reden. Ich grüße dich, Fenster. Hallo, Edna. Vor langer Zeit wurde mir vorhergesagt, dass du kommen würdest. Siehe nun deinen zukünftigen Weg in die Freiheit. Boah! Kann ich ihn vielleicht mit dem Schreibtisch kombinieren, den Howie? Sieh nur, Harvey, Dr. Marcells Schreibtisch. Lass uns auf die Schreibfläche pupsen. Ich bin gerade auf etwas draufgekommen. Die Edna wurde ja nicht nur im Keller eingesperrt anscheinend. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Nochmal. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Benutzen. Ansehen. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. reden wir mal mit dem Schrank. Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ja. Warum wohl? Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Irgendwie müssen wir dann noch mal rein, aber es geht nicht ganz. Darauf hat schon wer unterschrieben. Kugelschreiber mit Schreibtisch. Dr. Marcel. Kugelschreiber mit Kamin. Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Gut, dann Kugelschreiber mit Schrank. Kugelschreiber mit Diplom. Darauf hat schon wer unterschrieben. Oh, schade. Kugelschreiber mit Pokal. Mist, der Stift hält nicht auf dem Glas. War zu erwarten. Stift mit Foto. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Vielleicht ist es noch zu früh dafür. Vielleicht gehen wir... Huch! Oh. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ja, ich hatte Hilfe von außen. Ich hatte Hilfe von außen? Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperr dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden? Niemals.
Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Mein Polo schlägt auf Hugo. kann ich jetzt noch mit ihm reden? Wer ist der Champ? Wer ist der Champ? Edna! Sagt es lauter! Edna! Okay, nehmen? Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Verkehrt herum einfach einmal. ja. Zugemacht. Ja, kann ich jetzt rausgehen? Obwohl, bevor ich das mache, zeige ich euch noch einmal, wie man speichern kann. Und das war's schon. schauen wir noch kurz in die Folge rein. Entkomme aus der Gummizelle. Nicht so schwer. Ja, das sind die... Das sind so ein paar Erfolge, die man abschließen kann. Aber ich nicht alle machen werde. Ja. Da merkt man es ganz leicht. Den Poké hören wir uns erst später an. Zuerst gehen wir noch was ganz, ganz Cooles holen, und zwar den Comic. Ich lese es später. Und jetzt ansehen. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Und jetzt zum Beispiel den Captain Unbrauchbar mit dem Hirn verwenden. Nein, danke. Ich kenne es auswendig. Es war das Einzige, was es hier drin zu lesen gab. Huch. Gut, dann halt... Captain Unbrauchbar mit der Alf-Puppe. In diesem Bild verliert Captain Unbrauchbar den Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform. Okay, wow. Captain Unbrauchbar mit Lexikon. Comicheft. Das. Comichefts. Plural Comichefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Okay, war auch nicht so besonders. Mit Poloschläger. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Er hat's doch mal so coole Captain-Unbrauchbar-Witze gegeben. In diesem Bild verkauft Captain Unbrauchbar seinen Gasbombengürtel bei eBay. Genau, sowas zum Beispiel. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Ja, okay. Auch wenn es vieles gibt, was wir noch gerne tun würden, ist dennoch wieder unsere Zeit abgelaufen für diese Folge. Ich wünsche euch dennoch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.